Hallo und ein herzliches Willkommen jetzt beim achten Part von Let's Play Hearts of Iron 4 mit Felix. Moin. Wir haben im letzten Part die Frontlinie ein bisschen weiter näher an Berlin gebracht. Einige Kilometer, würde ich sagen. Ich habe meine Armee nochmal ein bisschen neu organisiert. Aber wirklich was ausrichten kann sie eigentlich auch nicht, ne? Wirkt irgendwie immer noch ein bisschen schwächlich. Nein, 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 scheiße. Das war... Nein, 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 nein. Division anhalten. Oh, ich wollte eigentlich... Nein! Ich weiß es. Haha, mein Fehler. Ja, sorry. Ich mache hier gerade echt mega Quatsch. So, legen wir direkt los. Weiter geht's. Der 13. November 1940. Polnische... Ach, ich ändere das mal um. Hier ist vielleicht ein bisschen sehr schnell. Meinst du? Okay. Ja, 3 ist besser. Alles klar. Ha. Frankreich. Also wenn die Kommunisten da nicht irgendwie bald endlich eine Revolution starten, dann drehe ich echt durch. Ja, wir können es ja ein bisschen... so provozieren. Willst du einen Staatsstreich inszenieren oder was? Ja. Ach komm, das gibt, das tötet nur unschuldige Soldaten, die wir gut im Krieg gegen Deutschland gebrauchen könnten. Das ist halt echt scheiße. Wir würden da ja nichts machen. Das würden ja alles die machen. Ja, ja, das ist klar, aber dadurch würden auch die sterben, die dann potenzielle Verbündete wären. Und das wäre halt schade. Schade um sie. Da Frankreich ja sowieso nicht ganz so, allzu viele Truppen hat. Ja. Sind schon recht stark. Können ja, warte, was haben die hier? Bis zu 230 Einheiten. Hm. Okay. Könnt die Alliierten nicht endlich mal einsteigen? Das wäre echt geil. Wir haben halt keinen, der irgendwas da, keinen, der, wie heißt das hier, triggern kann. So weiß ich, was ich meine. Keines der Ereignisse triggern kann. Ach man, oh. Ich habe nicht genug Ressourcen, natürlich Öl. Ich produziere 6 Öl, exportiere 3 Öl. Warum habe, wie kann es sein, dass ich so viel Aluminium produziere? Ach, und Gummi brauche ich auch ganz viel. Hä, wie kann das jetzt sein, dass ich so viel Alu produziere? Wo habe ich denn so viel Aluminium vorkommen? Ach so, weil ich hier die Teile von Ungarn an mich genommen habe und die haben mega viel Aluminium. Und deswegen habe ich so viele Fabriken, weil, also Zivilfabriken, aus dem Handel so einiges rausgekriegt. Obwohl, nee, irgendwie aus dem Handel habe ich nur 2, wie es aussieht. Hm. Aber ich exportiere mega viel. Mal sehen, vielleicht ändere ich auch gleich einfach meine Wirtschaft... meine Handelsgesetze von Exportfokus irgendwie auf geschlossene Wirtschaft, auf begrenzte Exporte. Oder wirklich geschlossene Wirtschaft. Das wäre eigentlich optimal. Da würde nichts rausgehen. Da würde ich zwar nichts, keine Dingsbums rauskriegen. Wobei ich glaube, das brauche ich noch nicht einmal. Ah nee, durch Exporte habe ich 7 Fabriken. Durch Export habe ich 7 Fabriken. Ach so, weil ich dir irgendwie Sachen schicke. Stahl und Aluminium. Okay. Okay. Das kann sein.
Es ist so scheiße ohne Panzer. So, hier würde ich glaube ich sogar sagen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Jäger. Aber ich glaube, ich steige erstmal um. Bei der Infanterieausrüstung steige ich um. Ja, komm, mache ich das mal. 43.000, ja, komm, passt schon. Mitglieder unseres Bündnisses fingieren Kriegsziel. Sowjetunion fingiert gegen Türkei. Ist das dein Ernst? Ja. Warum? Warum? Weil ich das Land gut gebrauchen kann. Ich hoffe, wegen den Ressourcen. Und das ist strategischen Position. Du hast da keinen Zugang zu irgendeinem Wichser von den Achsenmächten. Ja. Okay, Legionäres Bulgarien, toll. Aber die tun einem auch nichts gerade. Die können ja nichts tun. Das sagst du jetzt. Ja, das sage ich jetzt. Also ich wäre dafür, dass wir hier erstmal versuchen, Deutschland platt zu machen. Aber wie ich sehe, stimmst du mir dann nicht so überein. Ja, da können wir gerade nicht viel machen. Da haben wir eine feste Frontlinie. Deswegen sollten wir vielleicht keine weiteren Kriege anzetteln. Ja, eventuell. Türkei ist keine Gefahr. Aber wir müssen ja irgendwas tun, um den Krieg auf unsere Seite zu schlagen. Und da mit Kopf voran gegen die deutsche Wand anzulaufen, wird nichts bringen. Gut. Das sind ja deine Truppen, die dann da rumlaufen. Richtig. Ich hätte trotzdem gerne auch irgendwie so ein bisschen Ressourcen da aus der Türkei. Du kannst sie ja nach dem Krieg wieder haben, aber so ein bisschen Chrom wäre nicht schlecht. Ja. Also wenn ich so hier, wie hieß das? Antalya. Okay, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Izmir. Aber so, ne, Antalya müsste sogar, glaube ich, reichen mit 46. Antalya und Ankara. Das könnte ich. Das wäre so das, was ich gerne hätte. Den Rest kannst du haben. Lass mal gucken, wo Antalya ist. Das ist. Antalya ist da. Achso, ein Ankara. Ist, ja. So. Und so viel haben sie auch nicht. Also verhältnismäßig sogar wenig. Aber haben sie kaum Truppen. Da dürfte ich so gegen. So überrennen dürfen. Überrennen können eigentlich. Habe ich auch mal gedacht. Aber du musst bedenken, wenn du jetzt die Türkei angreifst, treten sie den Achsenmächten bei. Und dann kommt das legionäre Bulgarien da rein. Die sind auch keine große Gefahr. Ja. Solange sie nicht den Alliierten beitreten, ist alles super. Ja, das wär echt krass. Noch sind sie ja neutral gesinnt. Oh, sie versuchen demokratisch zu werden oder so. Finde ich nicht gut. Könnten sie bitte lassen. Versuchen können sie das ja gern. Sie sind schon bei 9%. Elektrische Rechenmaschine. So. Dann gehe ich jetzt mal auf Entschlüsselung. Ich habe nicht genügend Ressourcen. Jetzt habe ich nicht mal mehr genug Stahl, scheiße. Sendest du welchen an mich? Ich exportiere 34, ja. Dann kannst du es abbrechen. Ach, vergiss es. Ich hole mir lieber welches. Wirtschaftlicher Schwachsinn, aber... ist ja egal. Ich glaube, wir haben jetzt so 10 Minuten. Wo hat Japan seine Truppen eigentlich alle? Kämpfen die noch mit China? Schätze ich mal. Japan ist im Krieg, aber nicht mit China.
nationalistisches Yunnan? Wo ist denn das? Neu organisiertes nationalistisches China ist der Marionettenstaat von Japan. So. Ha. Ach, da ist nationalistisches Yunnan. Gut recherchiert von mir. Sehr gut. Widerstand in besetzten Gebieten, nördliches Transsilvanien. Oh, ist mir doch egal. Es ist mir sowas von egal. So, Produktion. Okay, läuft halbwegs irgendwie so. Aber die Deutschen, die wollen gerade auch nicht irgendwie vor auf uns marschieren. Die stehen da auch gerade nur so rum. Können sie ja auch nicht. Wir haben ja auch genug Truppen. Die bombardieren uns so die ganze Zeit, was halt dafür sorgt, dass wir einiges an Zeug verlieren, aber. Ach, sollen sie ruhig machen. Wenn du dir ihren Ausrüstungszustand anschaust, merkst du, dass sie auch nicht zu viel produzieren. Einige Truppen sind noch bei unter 50%. Das heißt, sie haben selbst ein, zwei Probleme. Tja, da haben sie sich wohl zu früh in diesen Krieg reingestürzt. Viel zu früh. Luftgeschwader ohne... Ja. Luftgeschwader ohne Mission, aber da sind so wenige... Das sind so wenige, das lohnt auch gar nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar mehr... Division 74 habe ich jetzt. Du hast welche verloren, du hast nur 325. Alter, so viele Tote, das gibt's einfach nicht. China hat jetzt zwar nur 732, aber Mengkuo hat schon 6000. Ach, das ist Yunnan. Das ist Yunnan. China hat 202 Soldaten verloren. Japan hat 144.000 verloren. Ungarn 418.000. Italien 78.000. Slowakei 12.000. Slowakei hat 12.000 Verluste und sie haben eine einzige Division noch. Schön. Deutschen haben 1,43 Millionen verloren. Ach du Scheiße. Du auch 1,52 Millionen. Ich 149.000. Mongolei 3.000. Belgien 50.000. Ich kann es mir leisten. Deutschland kann es sich langsam nicht mehr leisten. Ja, du hast, ey. Ich hab's ja gesehen. Ich hab ja so die Sowjetunion ja selber mal gespielt. Da hatte ich echt 12 Millionen Mannstärke. Das war echt krass, was ich da alles rekrutieren konnte. Unfassbar. Aber die müssen ja auch erstmal alle ausgerüstet werden. Richtig. Das ist das große Problem dabei. Man kann es hier bin nicht. Ich eigentlich wieder recht gut im Plus mit Ausrüstung. Also falls du Ausrüstung brauchst, kann ich dir auch welche schicken. Ach, lass mal. Ich versuche es erstmal alleine zu stemmen. Na gut. Haben wir von denen. Neue Infanterieausrüstung. Ich produziere 71 jetzt pro Tag. Und ich brauche noch 43.000. Ja, 43, fast 43.500. Das geht irgendwie schon. So, dann hoffen wir mal, dass die Türkei nicht der Alliierten beitritt. Ich drücke die Daumen. Speicher am besten vorher einmal. Okay. Das wäre jetzt blöd. Upsala. Spiel speichern. Hier Cloud. LPT Felix. Speichern. Wirklich überschreiben? Ja, bitte. Okay, gespeichert. Okay. So, dann hat Türkei den Krieg erklärt. Auf Play drücken. Achso, stimmt. Deutsches Reich. Okay, gut. Achsenmächte, das ist völlig in Ordnung. Das ist okay. Achsenmächte beigetreten. Kein Problem. Italien ist ja auch bei den Achsenmächten. Weil wir ja den historischen Schwerpunkt angemacht haben.
Ach ja. Eindämmung durch Zermürbung, cool. Dann habe ich jetzt Tiefeninfiltration. Toll. So, ich hatte hier irgendwas für 200 Punkte, ne? Ja, hier weibliche Hilfstruppen. Nachschubbedarf minus 5%. Klingt doch gut. Oder begrenzter Militär, weiblicher Militärdienst. Das wäre rekrutierbare Bevölkerung plus 5, plus 2%. Ich schaffe diesmal mit den ganzen Marker. Das könnte ich halt auch minus 10, auch immer, auch minus 10%. Nee, lass mal, erstmal, reicht erstmal, die Hilfstruppen reichen erstmal. Ist das schon, was ist besser, Kriegswirtschaft oder Generalmobilmachung? Okay, ich spare jetzt für die Generalmobilmachung. Ach ja. Okay, dann kämpfen jetzt wir jetzt auch noch gegen die Türkei. Wieso sagt denn keiner was? Ich habe es völlig verpennt. Was hast du völlig verpennt? Dass die Italiener bei mir gelandet sind. Hä? Wo? Wann? Sevastopol. Sevastopol, bei der Krim. Ach so, da. Die haben einen Haupthafen genommen da unten. Wie können sie nur? 20 Siegpunkte. Oh nein, der Krieg ist verloren. Nein. Ja, 4% für die Aggressoren. Wir müssen kapitulieren. Das können wir nicht mehr schaffen. Okay, Finnland brauche ich so keine Truppen. Dann hol ich jetzt die finnländischen Truppen und schick die da unten hin. Das wäre eine Maßnahme. Alles nur Infanterie. Norwegen ist jetzt bei den Alliierten. Und was mit Schweden? Schweden tut auch nichts. Gut, schön. Oh, minus. Ich mache politische Macht, mache ich plus 0,07 pro Tag. Ja, ne. Ich glaube, ich höre auf, Tibet kommunistisch machen zu wollen. Tibet? Tibet? Ich dachte mir, wenn sie dann auch noch mit einsteigen mit ihren 2-3 Divisionen. Zwei Divisionen. Ich weiß nicht, wie viel sie haben. Zwei. Das ist ein genialer Partner für unseren Krieg. Muss ich schon zugeben. Ja, das wäre optimal, würde ich sagen. Der Krieg gegen Japan ist auf jeden Fall ganz gut im Gange bisher. Auch der gegen die Türkei sieht ganz gut aus. Also wenn du nichts dagegen hast, ich würde sagen, wir können es auch... Oder du könntest auch den Iran oder den Irak irgendwie so einnehmen. Iran könnte schwieriger werden. Dann nimm den Irak. Obwohl ist mir drei Truppen haben die, ups. So gesehen ist mir das relativ egal. Ich hätte nur gern das Öl. Weil ja, ich noch kein... kriegen wir es noch keine Saison nicht auf. Wenn des Krieges können wir es ja nicht aufteilen. Naja, du kannst mir Regionen übertragen. Stimmt, es geht auch während des Kriegs. Genau, das geht auch während des Krieges. So, meinst du, wir schaffen es bis zum Dezember Rumänien richtig kommunistisch zu machen, sodass die auch gewählt werden? Naja, was steht drauf? Wie viel Prozent haben die? 44% haben sie. Nee, schaffen wir nicht. Obwohl bis zum Dezember... Das ist fast noch 9 Monate. Können die vielleicht gehen? Das wäre schon schön. Ich weiß halt bloß nicht, wie die Veränderung bei denen aussieht.
So, bei wem streiche ich auch noch? Ich glaube, ich höre auf, jetzt mittlerweile in Frankreich das zu unterstützen. Das hat ja gerade, das hat irgendwie gar, das... Ja, sie sind halt Alliiertenmitglied. Dann höre ich auf damit. Ich brauche politische Macht. Jetzt mache ich 0,57. Und ich versuche noch Jugoslawien kommunistisch zu machen. Bei denen sieht das aus, ja, 53,69%, also 54%. Die nächste Wahl ist bald im Mai, nächsten Monat, also sollten sie im nächsten Monat kommunistisch sein. Und dann treten sie uns bei und dann haben wir eine neue Möglichkeit nach Italien oder nach Deutschland zu marschieren. Nämlich über Jugoslawien. Okay, ich kann mit denen nichts machen, die mögen mich nicht besonders. Unterschiedliche Ideologien, Dass das die Welt spaltet, das ist echt traurig. Ah, schlimm. Nur weil ich etwas anders denke als sie. Bitte, was? Du hast eine Division Pushback genannt? Ja. Schön. Soll halt Pushback machen. Backpushen. So, aber ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen über die Zeit rüber. 2-3 Minuten irgendwie so. Dann bedanke ich mich schon mal herzlichst fürs Zuschauen. Es war wie immer eine Ehre für euch, ein Video gemacht zu haben. Es hat mich mega gefreut, wieder mit Felix hier zu spielen. Und ich denke, ein bisschen nehmen wir noch auf. Auf jeden Fall, ja, könnt ihr gespannt sein, was weiter passiert. Ich denke, wir kriegen das in dieser Aufnahmesession noch nicht ganz hin, den Krieg zu gewinnen. Aber wir werden darauf hinarbeiten, so. So, bis dahin, sag ich mal, tschüss, auf Wiederhören. Tschüss.